Hab ihn. Jetzt habe ich dasselbe gekillt. Was ist mit dem? Wunderschön, Leon. Die wollen mich komplett verarschen. Nee, also das ist so scheiße. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor das Gameplay heute startet und ich möchte sagen, dass die Runde heute wirklich etwas ganz Besonderes ist, möchte ich noch kurz ein paar Dinge erwähnen, weshalb ich euch sehr dankbar wäre, wenn ihr das Intro nicht skippen würdet. Und zwar erstens ging bei der Aufnahme leider etwas schief, wodurch jetzt leider die Discord-Audio fehlt. Dementsprechend rede ich jetzt die Runde die ganze Zeit mit mir alleine, obwohl eigentlich Leon auch dabei ist. Den könnt ihr jetzt leider nicht hören. Ich habe aber dann versucht, wichtige Callouts oder Fragen von ihm dann einfach mit Subtitles einzufügen. Ist jetzt halt leider so, was soll man machen? Gelobt seien Software-Updates, die einfach so mit deinen Einstellungen rumspielen. Zweitens habe ich mir gedacht, dass ich in diesem Video mal versuchen werde, mein bzw. unser Gameplay etwas zu analysieren, und das kommt euch vielleicht von einem anderen Hand-Creator bekannt vor, nämlich Mondkuchenzentrale. Der liebe Micha macht das nämlich in jedem seiner Videos und ich habe mir gedacht, dass ich das jetzt auch einfach mal ausprobieren möchte. Nicht in jedem Video, aber in manchen, wo es halt reinpasst. Ich habe Micha bereits vor genau einem Monat schon mal einen Shoutout gegeben und seitdem hat er stolze 150 Abos dazu gewonnen. Überhaupt nicht wegen meines Shoutouts oder so, sondern einfach, weil der Mann unglaublich guten Content produziert und sein Wachstum spiegelt das auf jeden Fall wider. Schaut also unbedingt mal bei ihm vorbei, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Der ist einfach super, der Typ. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Ihr werdet jetzt gleich die Runde sehen und danach werde ich ein paar Momente dann Revue passieren lassen. Wir sind den ganzen Weg von Kingsnake runter zum Seed Cache gelaufen. Dort hat dann Leon das Seed Bounty aufgesammelt, damit wir dann weiter in Richtung Reese Quarry zum Boss Compound laufen können, wo bereits seit einer Weile viel rumgeballert wird. Und es sollte auch nicht allzu schnell damit aufhören. Ja, jemand ist doch ein bisschen weiter weg irgendwo. Ist irgendwie komisch. Das war eine normale Centennial, die da schießt. Keine Ahnung, von wo der mich abgeschossen hat. Ach, ich hab meine Chaos Pump cyclen können. Voll Idiot. Oh, Bernd vorne. Weißt du das? Das ist ein Südwest, der ist draußen. Der ist da oben draußen. Der gehört aber nicht zum Bounty-Team drin. Oder zum Team im Restaurant. Oh shit. Sorry. Ganz ehrlich, ich gehe, lass mal hier weg. Das ist keine gute Posi. Ne Chaos. Da kommt er! Mann, scheiß Dolch, Junge! Dankeschön. Er hat komplett weggeaimpuncht, er hat komplett durchgesprayt, Alter. Schnell machen, die anderen kommen. Glaube ich. Also, ich weiß nicht, was das letzte Mal so weggesprayt wurde von dadurch. Also wirklich komplett. Der hat halt literally die komplette Feuerrate ausgenutzt. Aber hat auch alles getroffen. Auf mich. Ich krieg schon wieder eine Chaos-Bomb, Mann. Okay, warte. Ich glaube zwar nicht, dass die Mates haben. Ich geh auf Nummer sicher. Ich platziere Muni. Hier oben bei dir.
Ja, ich glaube, einer ist aber auch hier drin, könnte es sein. Und zwei sogar. Oh. Okay. Draußen oben oder im Bossraum? Oh ja, okay. Ja. Hab ihn. Chaos. Vorsicht. Special Ammo. Schön, damit habe ich mein Rebel Damage. Und ich darf nochmal looten. Ja, ganz irgendwie so ein Team, das die ganze Zeit außerhalb bleibt. Oh Gott! Alter, da wollte ich hochkommen. What the fuck? Jetzt habe ich dasselbe gekillt. Ey, der, er ist so kacke, Mann. Was ist denn mit ihm? Wirklich, wie kann man so abfucken? Ja, und Nemo sind auch noch, Alter. Warte mal. Guys, can you hear me? You know, we could team up and rush those snipers, because they're really annoying. And if one of us dies, the other team has to fight them. That's kind of meh. We can team up if you want to. I know you're necroing your cane, so wanna team up? Komm, sag halt wenigstens ja oder nein. Halt nicht. Mein Gott, wirklich, ich hasse es. Das war's, Leon. Lass einfach gehen. Ich habe echt keinen Bock hier drauf, Mann. Weil selbst wenn wir die killen, müssen wir immer noch uns mit den Snipern rumschlagen. Oder lass zumindest mal zum Deceit Cash drum gehen und healen und dann schauen. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich finde das ultra nervig. Also die im Boston, ich verstehe auch nicht. Mein Gott, sag halt wenigstens ja oder nein. Aber einfach nicht zu antworten, finde ich so ass. Euch kannst du aus, aber mit den Nachrichten, die siehst du.
Okay, diese Sniper-Typen sind auch so blöd, weißt du? Dann killen, dann greifen die uns an. Lauf einfach weiter. Oder Necromich von da aus irgendwo. Lauf rein. Jetzt gehen die auf uns. Oh mein Gott, ist das Ass. Ich kann mir vorstellen, dass die Moses Sniper sogar immer noch da unten ist. Oder Ding. Oder der wartet am Extract. Also, wir müssen damit rechnen, dass der andere uns vielleicht sandwichen möchte. Oh mein Gott, wirklich. Boah, Junge, er trifft aber auch, Alter. Er gibt mir die ganze Zeit Headers, das ist krass. Wieso haben wir jetzt diese Scheiß-Sniper am Hals, Mann? Ich meine, er schießt gut. I give him that, aber... Bro. Why? Hey, listen. Ja. Das sind beide da. Das, also, Reese unten darf jetzt einfach gehen wahrscheinlich. Wobei ich da auch nicht ganz check, was die machen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die haben es noch nicht ganz gerafft. Das ist halt echt ein beschissener Extract leider. Also die werden dann auf jeden Fall abcampen, so auf den Weg dahin. Das wird nicht einfach. Ich bin jetzt sogar tatsächlich überlegen, ob ich, weil die sehen ja nur dich, ob ich vielleicht versuchen sollte, die irgendwie zu roamen oder sowas, weil wir werden da nicht mehr frei zum Rumkommen und die werden uns tierisch abfacken. Alter, die sind immer noch bei Reese. Was ist mit denen? Ja, ich würde sagen, lauf mal weiter Richtung Pearl und versuch dich in Pearl zu verschanzen. Ich hoffe wirklich, dass du jetzt nicht da gekillt wirst. Und ich versuche die dann irgendwie zum Runden oder sowas. Keine Ahnung. Oh, im Westen habe ich gerade zu haben gehört. Hinter mir. Okay, interessant. Wir gehen dann hier durch. Habe ich echt eine Chance? Ey, die sind bei mir. Oh shit, ich kann echt eine Chance haben. Ja. Ich habe einen. Ich habe die Centennial. Und er brennt. Hehe. Oh ja, das fühlt sich gut an. Chip baited. Immer noch ein Sixer, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe keinen Plan, wo die Mosin ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Mosin vielleicht eher am Osten ist. Der brennt jetzt erstmal. Im Spiel wahrscheinlich eh laufen, da kann er eh aufheben, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, im Feuer. War die Centennial. Außer, das sind beide derselbe Skin, das müsste die Centennial sein. Und jetzt geht halt. Jetzt gehen die bei Reese. Also, ihr seid wirklich. Also, what the fuck, Mann. Also, wenn da nicht ein Dritter war, der da noch auf die gekämpft hat, dann verstehe ich euch überhaupt nicht. Da oben wird geballert. Nochmal was, man hört zwar verschiedene Waffen da schießen. Die checken es nicht. Die werden dann höchstwahrscheinlich lawful sein. Würden dann noch aufheben können, aber wenn er das macht, dann verliert er halt 50 HP. Und der ist nur noch auf. Und der ist nur noch auf 50 HP, deswegen ist das ein Trade, den ich sehr gerne eingehe. Okay. Erst beim Tower. Versuch durch die Tür da zu gehen. Genau. Vielleicht am besten unten sogar. Geh unten durch die Doppeltür. Da sieht er dich nicht.
Denke schon. Weiß ich nicht. Ja, ich hab getroffen. Oder es war ein Grunt, aber ich glaube, er ist so im Tower und ich habe ihn gerade gehittet. Also ich lenke ihn gerade sehr ab. Den nicht. Ich war vorhin schon, dass er dich gehört hat. Ich komme. Tower? Nein. Oh Mann, ey. Rebel Marksman. Nee, scheiß auf mich, das machst du allein. Treppe. Wunderschön, Leon. Sehr, sehr gut gespielt. Oh mein Gott. Hat er mich geballt? Was ein Bodyshot? War sogar ein Headshot, Bro. Die Headshot mich auch die ganze Zeit. Ja. Ja. Das war ein bisschen gruselig, aber war gut. Ja, ganz ehrlich, ich will den gar nicht looten. Ich will von ihm nichts haben. Das ist schmutzig. Schmutzig. Ja. Die 12 Eventpunkte will ich auch gar nicht haben. Das sind 12 Minus-Eventpunkte. Ey, wirklich. Soll ich. Bro. Das Bounty kommt hoch. Sie wollen mich verarschen. Die wollen mich komplett verarschen. Die wollen mich komplett verarschen. Ich muss es halt super vorsichtig spielen, weil ich nur noch 100 HP habe. Nee. Ja, ich habe keine Ammo-Box. Alter, ist das krass. Ja, ich höre sie. Nordosten und Süden. Ja, einfach jetzt ganz ruhig spielen. Oh, wichtig. Einfach ruhig spielen. Das ist wirklich, das ist so bodenlos. Oh, Frag Girls. Aber ein. Oh, ein Necrode. Den habe ich. Hört wie ein Necrode.
Messer. Andere ist hier unten. Draußen. You guys. You guys are something else. Holy shit. I would say GG, but honestly, you don't deserve that. What the fuck, guys? What the fuck? I cannot believe this. That is so embarrassing, oh my god. Nee, wirklich. Nee, also das ist so scheiße. Das ist so scheiße, wirklich. Das ist so scheiße. Hier oben. Das ist so kacke, ich komme nicht drauf klar. Das ist so kacke. Ich bin so froh, dass du dich um den Kane da gekümmert hast, weil ich hätte dir da helfen können, aber ich hab nur seine Füße gesehen und war Konstantina davor, ich konnte nicht runterkommen. Er hat 10 Kills. Nice. Das haben wir uns verdient. Den Win haben wir uns verdient. Team am Boss dran. Oh shit. Sorry. Passt auf, euren Partnern nicht im Weg zu stehen. Ich stand genau im Türrahmen, wodurch Leon nicht an mir vorbeigekommen ist. Er war low an HP und musste dringend dort weg. Seine Chance, sich in Sicherheit zu begeben, hat Priorität darüber, dass ich den Gegner potenziell töten kann. Vor allem, weil der Gegner mich genauso gut hätte töten können und oder Leon mir einfach vor die Flinte läuft. Nochmal Glück gehabt. Beim nächsten Mal hätte das anders ausgehen können. Ganz ehrlich, lass mal hier weg. Der Call, aus dem Haus rauszugehen und zu rotieren, war super wichtig. Im Haus waren wir quasi eingesperrt und das zwischen drei Teams. Viele Stalemates und andere unschöne Situationen lassen sich häufig durch Rotationen auflösen. Wirklich. Warte mal. Guys, can you hear me? Ein kläglicher Versuch von Diplomatie. Keine Ahnung, ob die Gegner mich wirklich nicht gehört bzw. meine Nachrichten nicht gesehen haben oder ob ich einfach die eiskalte Schulter abbekommen habe. Ein Versuch war es wert. In den meisten Fällen funktioniert Diplomatie tatsächlich und wenn nicht, dann kriegt man wenigstens ein Nein als Antwort vom Gegner. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass man verraten wird, aber tatsächlich ist mir das in meinen knapp 6 Jahren Hand noch kein einziges Mal passiert. Versuch das doch einfach mal selbst. Die Sniper-Typen sind auch so blöd, weißt du, dann killen. Korrektur. Die Sniper sind überhaupt nicht blöd. Da war ich einfach nur ein bisschen salty. Es war genau die richtige Entscheidung, sich auf uns zu konzentrieren, anstatt auf die anderen Bounty Carrier, die vermutlich noch weitere 20 Minuten den Bossraum nicht verlassen hätten. Da Leon auch ein Bounty hatte, wussten sie immer, wo wir sind und sie konnten zeitlich checken, ob die anderen Bounty Carrier ihnen hinterherrennen oder extracten. So oder so konnten sie darauf einfach reagieren und hatten Spaß, uns zu jagen, anstatt zu hoffen, dass einer von den anderen irgendwann mal ein Fenster piekt oder sich raustraut. Laufen wir einfach weiter. Oder necro mich von da aus irgendwo. Da es sich hier um eine Sentinel handelt, die mich auf über 100 Meter getötet hatte, war Necro auf jeden Fall einen Versuch wert. Wie erwartet hatte der Gegner nicht wieder den Headshot getroffen, wodurch ich selbst mit 75 HP den Schuss überleben konnte. Medium Ammo verliert genau wie Compact Ammo bereits ab 20 Meter exponentiell Schaden und die Sentinel ist ohnehin nicht gerade die stärkste Waffe. Das Wissen über Waffen und ihre Eigenschaften kann euch in einigen Situationen das Leben retten. Dennoch war das natürlich ein Spiel mit dem Glück. Ja. Ich habe einen, ich habe die Sentinel. Die Entscheidung, Leon vorzuschicken und im Pork zu bleiben, war auf jeden Fall riskant, hat aber maßgeblich zum Win dieser Runde beigetragen. Den Schüssen nach zu urteilen, snipen sie nicht das erste Mal und wissen recht gut, was sie tun. Deshalb war ich mir ziemlich sicher, dass sie sich aufteilen würden, um uns dann beim Extract in die Zange nehmen zu können. Da wir nur einen Bounty hatten und Leon und ich bisher die ganze Zeit gemeinsam gerannt sind, hatten die Gegner nicht damit gerechnet, dass wir uns kurz vorm Extract nochmal aufteilen und ich hatte mir die perfekte Position zum Warten ausgesucht. Also ich lenke ihn gerade sehr ab. Die Libelle Marksman hier abzulenken und Shots mit 125 HP zu baiten, war auf jeden Fall super riskant und hätte schnell in die Hose gehen können. Da mich bisher aber immer nur die Sentinel getötet und die Libelle mich kein einziges Mal getroffen hatte, war ich relativ zuversichtlich, dass sie mich nicht treffen würde. Hätte sie mich aber bereits in dem Bosshaus bekommen, hätte das 1-on-1 zwischen Leon und ihr vielleicht etwas anders enden können.
apropos 101, Leon hat das hier super souverän gespielt und Flash Chat super ausgenutzt. Flash Chats Stärke ist es, Druck auf den Gegner auszuüben und den Gegner so oft wie möglich zum Bluten zu bringen. Das Re-Peaken, nachdem er schon einen Hit kassiert hat, wirkt hier vielleicht super riskant, war aber genau der richtige Play. Hätte er versucht, sich in Deckung zu begeben, um zu healen, wäre der Gegner ziemlich sicher runtergekommen und hätte ihn gefinished. Durch das Re-Peaken hatte die Lusmala etwas überrascht, ihren Aim-Punch verpasst, wodurch sie ihren Schuss nicht getroffen hat und auch wenn er sie nicht getötet hat, war sie nun selbst so low und am Bluten, dass sie sich heilen musste. Ich an seiner Stelle hätte dann vermutlich versucht, sie nach dem zweiten Schuss mit der Uppercut zu floorbangen, aber ich glaube, seine Entscheidung, sich hochzuheilen und die Hellfire hochzuwerfen, war die deutlich bessere Entscheidung. Ich denke, durch die abgerannten HP gelang die Lusmala etwas in Panik, weshalb sie schlussendlich mit ihrem gezündeten Dynamit viel zu vorhersehbar und wehrlos Leon auf der Treppe gepiekt hatte, wodurch er einen easy Kill bekommen konnte. Ja, ganz ehrlich, ich will ihn gar nicht looten. Ich will von ihm nichts haben. Das ist schmutzig. Keine Analyse, sondern nur ein Hinweis. Jeder kann spielen, wie er mag. Das heißt aber nicht, dass ich euren Playstyle mögen muss. Ich habe die Sniper nicht im Voice-Chat getrashtalkt, weil die beiden ihr Loadout einfach genau richtig gespielt hatten und vor allem die Centennial auch einfach echt gut geschossen hat. Auch wenn sie nervig waren, konnte ich sie nicht schlecht reden. Boah, Junge, er trifft aber auch, Alter. Oh, ein Necrod, den habe ich. Wusstet ihr, dass jede einzelne Aktion in Hand, bis auf eine einzige, ein Geräusch erzeugt? Ihr könnt hören, wenn jemand in eurer Nähe seinen Partner Necron möchte. Das, was ihr hört, wenn ihr selbst Necromancer nutzt, hört man auch von außen. Hätte ich das nicht mitbekommen, hätte mich der Revive von dem Gegner vor dem Fenster vermutlich sehr alt aussehen lassen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche Aktion in Hand kein Geräusch erzeugt. Ein Tipp, es erzeugt schon ein Geräusch, aber nur für euch selbst. Niemand sonst kann es hören. Und ja, das ist wirklich die einzige Sache. Okay, stopp, sorry, da habe ich doch scheiße gelabert. Es gibt noch eine weitere Aktion, die kein Geräusch nach außen hin erzeugt. Und das ist das Aufsammeln von Geldbeuteln und Umschlägen. Und bei Gun Oil und Blueprints bin ich mir unsicher. Die habe ich nämlich seit über einem Jahr nicht mehr aufgehoben. Aber ja, neben dem Aufsammeln von diesen 2 bis 4 Items gibt es noch eine weitere Aktion, die kein Geräusch nach außen hin erzeugt. Und diese benutzt man auch deutlich häufiger. You guys are something else, holy shit. Zum Schluss möchte ich nochmal erwähnen, dass das Bounty Team, genau wie das Sniper Duo, mir keinen Playstyle schuldet und machen kann, was es will. Allerdings muss ich diesen immer noch nicht mögen und auch wenn das Trash Talk und Voice Chat vielleicht etwas unnötig war, bin ich erstens nicht ausfallend geworden und zweitens haben die es auch wirklich einfach nicht anders verdient. Sie hatten einmal die Chance mit uns zu teamen, nachdem sie schon seit 10 bis 15 Minuten von Snipern genervt wurden und das Problem war auch nicht, dass sie nicht teamen wollten, das Problem war, dass sie uns einfach keine Antwort gegeben haben. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn du uns nicht traust, aber dann sag halt einfach Nein und Gutes. Dann sind sie noch ewig lang in der Quarry geblieben, obwohl wir schon lange weg waren und die Sniper offensichtlich auch, um dann direkt am Extract unten vorbeizurennen, um uns kurz vor dem Extract oben noch abzustauben. Und dann pushen auch noch 2 alleine, während der dritte keine Ahnung was macht. Das war wirklich einfach eine reine Blamage für dieses Trio. Und hey, wahrscheinlich haben sie meinen Trash Talk eh nicht mal gehört, so wie sie mich davor in der Quarry auch nicht gehört haben. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Lasst mir noch gerne Feedback da, wie ihr meinen Versuch, das Ganze zu analysieren, gefallen hat und ob ich das vielleicht öfter machen soll. Sorry für die Audioprobleme in diesen und auch in den letzten Videos. Das Problem wird leider noch in ein paar weiteren Aufnahmen präsent sein. Ich hoffe aber sehr, dass ich vielleicht einen Lösungsansatz dafür gefunden habe. Mal schauen, ist es nicht immer so einfach. Vergesst außerdem nicht, das Video zu bewerten, damit der YouTube-Algorithmus mir etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.